Herrn, liebe Geschwister, preis den Herrn, ihr seid ja alle da, das ist Tada. Hallo, schön euch zu sehen. Lasst uns gleich beten und in den Geist Gottes kommen und ihn anbeten und zusammen singen zu dem Herrn. Amen. Thank you, Jesus, Lord God, for everything you've done, Lord Jesus, Lord God, for this day, Lord God, for this privilege, Lord God, that we can be here today, Lord God, in your midst, Lord God. Hallelujah, thank you, Jesus.
ich geb mich selber hin. Oh, mein Leben ist nicht mein, nur dir soll es sein. Ich geb mich hin, ich geb mich selber hin. Mein Leben ist nicht mein, nur dir soll es sein. Ich geb mich hin, ich geb mich selber hin. My life is not my own, my life is not my own. To you I belong, I give myself. I give myself all my life. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My Leben ist nicht mein. Mein Leben ist nicht mein. Nur dir soll. Opfer in die Hand nehmen, weil das auch, das kann er benutzen und will er benutzen für sein Königreich. Also lasst uns geben mit freudigem Herzen zu ihm. Lasst uns beten und dann könnt ihr nach vorne kommen. Heavenly Father, Lord God, thank you, Jesus, for everything you've done, everything you're doing, Lord God. We love you and we thank you, Lord God. Bless this offering that we're about to give. Help us to give humbly and cheerfully to you today. We love you and we thank you, Lord God, for everything you've done and everything still gonna do, Lord God. Put your hands over those that can't be with us today. We love you. We thank you, God. In His name, in Jesus' name, amen. You dürft nach vorne kommen. Dass du Herr an mich denkst und erhörst mich, wenn ich ruhe. Dass du Herr an mich denkst, dass du mich liebst und beschreiblich. Ich bin ein Freund, ich bin ein Freund von Gott, ich bin ein Freund von Gott, ich bin ein Freund von Gott, er nennt mich Freund. Ja. Ich bin ein Freund von Gott, er nennt mich Freund.
full of me. Oh, how you love me. That you hear me. Oh, when I call. When I call. Say, is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. Du Herr an mich denkst und hörst mich, wenn ich rufe, ja, ist es wahr, Herr, ist es wahr, dass du Herr an mich denkst, dass du mich liebst, dass du mich liebst, ja, unbeschreiblich, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ja, ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Er nennt mich Freund. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Friend. Oh, God Almighty, God Almighty,
Erwachsenen und die Jugend gehen nach oben, die anderen bleiben hier unten. Wolltest du sagen, die Älteren? Bisschen warm, ey. Preist den Herrn zusammen. Ihr seht schon, Pastor Sascha geht nach oben. Der ist heute bei den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, man weiß es nicht genau. Bei einem von den beiden. Ja, wir können ihn ja später fragen. Die Gruppe, die, nein. Genau, die verängstigt da runterkommt. Nein. Deswegen bin ich aber heute hier und darf die Bibelstudie lehren. Und wie tatsächlich jedes Mal ist es für mich nicht selbstverständlich, dass ich hier stehen darf, und ich danke Senior Pastor und Pastor für das Vertrauen, dass ich hinter der Kanzel stehen darf, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen darf. Wir gehen heute in Johannes 15 und wir bewegen uns so die ganze Zeit in dem Kapitel ein bisschen. Das heißt, da könnt ihr gerne euer Lesezeichen, Finger, was auch immer drin halten, weil wir werden immer wieder zu Johannes 15 zurückspringen. Wir fangen heute an mit Johannes 15, 1 und 5. Und ich glaube, wenn man so ein paar Jahre dabei ist, dann ist es auch ein Vers, den man irgendwie schon mal gehört hat. Jesus sagt, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. In Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Lass uns nochmal gemeinsam beten und dann setzen wir uns hin. Danke dir, Jesus, für dein Wort, das du heute Abend vorbereitet hast, sowohl hier unten als auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Herr. Ich bitte dich, dass es hervorkommt, Herr, genau so, wie du es haben möchtest, Herr, denn dein Wort ist perfekt, dein Wort ist gut, Herr. Lass es guten Boden finden in unseren Herzen, damit es Frucht hervorbringen kann, damit wir Früchte tragen für dich, Herr. Lass unsere Ohren offen sein, Herr. Salbe du meine Stimme, meine Zunge, Vater, dass es so passiert, wie du es haben möchtest, Herr, und alles zu deiner Ehre, deinem Lob und deinem Preis geschehen kann, Herr, und du erhoben wirst. In Jesus' Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich nehme noch einen kurzen Schluck. Und dann so. Bevor wir uns jetzt mit den Versen in Kapitel 15 beschäftigen, ist dieses Bild des Weinstocks tatsächlich nichts Neues jetzt in der Bibel oder das erste Mal, dass Jesus sowas erwähnt, sondern wir sehen in Psalmen Kapitel 80, wird auch schon davon geschrieben, wie Israel als Weinstock bezeichnet wird. Und es sagt uns hier in Psalm 80, Vers 8, in manchen Bibeln könnte es auch sein, dass es Vers 9 ist, vor allem in den Englischen, da ist es ja immer so ein bisschen verschoben. Ach, wir machen ja nur in Deutsch, da ist das heute vielleicht auch egal. Vers 8 sagt, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt und hast vertrieben die Heiden und denselben gepflanzt. Und hier geht es ganz klar um Israel, die Gott aus Ägypten herausgeholt hat und die ganzen Heidenvölker vertrieben hat vor ihnen. Jericho, die Geschichte kennen wir, und all die anderen, die er dort vertrieben hat. Du hast vor ihm die Bahn gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast sein Gewächs ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Und wie schön wäre es, wenn es Vers 12 nicht geben würde. Dann würde die Geschichte hier enden und wir sagen, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber so war es nicht, denn Vers 12 sagt uns, warum, fragt hier der Psalmist, hast du denn seinen Zaun zerbrochen, dass ihn zerreißt alles, was vorübergeht? Und wir lesen in Hosea 10, Vers 1, warum Gott den Zaun zerbrochen hat. Ja, wir sehen Zaun steht hier für Sicherheit, für den Schutz Gottes. Weil Israel war kein großes Volk. Das waren jetzt kein Kriegervolk, die irgendwie ausgebildete Soldaten hatten, sondern das war ein Volk, das kam aus der Wüste mit ein bisschen Tieren, ein bisschen ungelernten Kriegern. Die haben vielleicht alles genommen, was sie irgendwie hatten an Waffen. Aber trotzdem haben sie die Völker vertreiben können und kein Volk konnte gegen sie bestehen, solange der Schutz Gottes auf ihnen war. Aber als
Gott den Zaun zerbrochen hat, sind andere Völker eingefallen und konnten Israel überwinden. Und wir lesen in Hosea 10, Vers 1, Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt, aber so viel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht. Wo das Land am besten war, da stifteten sie die schönsten Bildsäulen. Wir sehen hier was, was sich immer wieder wiederholt hat in der Geschichte von Israel, nämlich, dass sie angefangen haben, anderen Göttern zu dienen. Dass sie angefangen haben, nicht mehr auf Gott zu schauen, nicht mehr seinen Weg zu gehen, sondern dem Baal zu dienen oder der Aschera oder irgendwelchen anderen Göttern, die in diesem Land vorher schon geherrscht hatten und von denen Gott gesagt hat, macht, habt nichts mit denen zu tun. Das sind keine Götter, die haben euch nicht aus Ägyptenland geführt, habt mit denen nichts zu tun. Aber Israel hat sich mit ihnen eingelassen und so hat Gott immer wieder den Schutz weggenommen und hat andere Völker geschickt, um Israel zu richten. Und Gott hat uns heutzutage auch ein Joch gegeben, so wie es Israel damals gegeben hat. Und sie es immer wieder zerbrochen haben, immer wieder weggerissen haben. Nein, Gott, wir wollen nicht mehr tun, was du möchtest. So haben wir heute auch ein Joch, das uns Jesus auferlegt. Wir lesen das in Matthäus 11, 29 bis 30. Ich glaube auch eine Stelle, die man irgendwie schon mal gehört hat. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieses Joch, das Jesus uns auflegt, ist nicht dazu da, um uns zu verletzen oder uns zu unterdrücken oder uns einzuengen, sondern es dient zu unserem Wachstum. Es dient zu unserem Schutz, damit Gott unser Leben erfüllen kann. Und was so toll ist, ist, dass wir heute als Heiden, die eigentlich gar nichts mit Gottes Volk zu tun haben, ja, wir sind keine Juden, nicht beschnitten, wir haben nicht die Gesetze befolgt, aber Gott hat den Weg gemacht für uns, dass wir Teil des Volkes Gottes werden können. Und die Bibel sagt uns, dass wir in den Weinstock eingepfropft sind. Und das ist so ein Wort, ne, das ist das einzige Mal, dass das vorkommt in der ganzen Bibel. Und ich habe mir so gedacht, was ist denn jetzt Pfropfen? Ne? So Garten, bin ich nicht so bewandert und habe mich da ein bisschen reingelesen und das ist so spannend. Wir haben leider das Bild, glaube ich, oben nicht. Schwester Schlager, hast du das Bild hinten? Nee, ne? Hast du? Oh, habt ihr, gucke mal an. Gut, ich sehe, seht ihr es? Sehr gut. So sieht es nämlich aus. Also wir haben das Prinzip, dass zwei Pflanzenteile mit unterschiedlichem Erbgut zusammengeführt werden und miteinander zu einer neuen Pflanze wachsen. Dass das überhaupt mal funktioniert, ist schon mal ein Wunder. Also in der freien Natur und so sieht es dann aus. Man hat da eben eine alte Pflanze, die schon kräftig und stark ist, aber die vielleicht nicht so viel Frucht hervorbringt, die nicht so fruchtbar mehr ist, die nicht mehr so schnell wächst. Und dann wird eine neue Pflanze damit reingesteckt und die verwachsen dann zusammen. Und diese neue Pflanze ist eine Pflanze, die mehr Frucht trägt, die besseren Ertrag bringt. Und spannenderweise ist es bei uns andersrum. Weil wir sind nicht die neue Pflanze, die jetzt mehr Frucht trägt und wir sind die, die da sein sollten, sondern der ursprüngliche Stamm, der da war. Israel ist das Volk Gottes. Und Gott hat den Weg für uns gemacht, dass wir jetzt mit anderem Erbgut gar nichts damit zu tun haben. Unser Erbe ist nicht das Judentum, dass wir gemeinsam zu einer neuen Pflanze wachsen können. Und dass Gott keinen Unterschied mehr macht und sagt, oh, ihr seid Juden, ihr seid Heiden, ihr seid Griechen, ihr seid andere, sondern wir sind alle ein Volk und ein Volk Gottes. So sind wir also Teil dieses Weinstocks geworden, genauso wie auf dem Bild, das dann funktioniert. Die Pflanze wächst dann ineinander und später merkt man gar nicht mehr, dass das mal zwei verschiedene Pflanzen waren. Und so ist es auch bei uns. Ne? Wir sind nicht mehr jetzt, ach, wir sehen jetzt anders aus, sondern wir sind alle gleich vor Gott. Und die neue Pflanze bringt mehr Frucht hervor. Sie ist widerstandsfähiger und sie steht solide und eingewurzelt auf dem Boden. Und so sind wir heute auch. Wir werden uns nicht bewegen lassen von Leere hin und her, sondern wir sind eingepfropft in Jesus, der rechte Weinstock ist. Und da gehen wir jetzt rein, das war sozusagen die Einleitung. Jetzt fange ich an mit meinen Notizen. Johannes 15, Vers 1 starten wir. Und wie gesagt, wir springen immer mal wieder in Johannes Kapitel 15.
Das heißt, da könnt ihr gerade den Finger drin lassen. Oder ihr lest es einfach mit da oben. Ne? Das ist ja ganz entspannt. Ach guck mal, ich sehe es sogar auch. Jesus sagt, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus sagt hier, redet davon, dass er als Mensch die Brücke geworden ist für uns. Wo wir vorher keinen Zugang zu Gott hatten, wo der Vorhang noch da war vor dem Allerheiligsten und kein Zutritt war für uns, hat Jesus den Vorhang zerrissen. Durch sein Opfer können wir jetzt direkt zu ihm kommen und ein Teil von ihm sein werden. Und spannend ist, wenn wir uns den Weinstock anschauen, dann ist es kein gewöhnliches Holz, sondern dieses Holz von dem Weinstock hat ganz, ganz große Wasserporen. Bedeutet, dass da geht so viel Wasser durch, da geht deutlich mehr durch als so einen normalen Baumstamm, weil die ganzen Reben, die da dranhängen an dem Weinstock, die brauchen sehr, sehr viel Wasser. Und so ist es bei uns auch. Jesus Geist fließt durch ihn hindurch in unser Leben hinein. Und deswegen müssen wir mit ihm verbunden bleiben, damit er wirken kann, damit er tun kann, was er möchte. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Jesus den Heiligen Geist auch als lebendiges Wasser bezeichnet hat. Er hat ja immer Beschreibungen genommen, die die Menschen damals verstanden hatten. Und da waren es Weingärtner, das waren Landwirtschaftsleute, das waren Leute mit Vieh. Und ich finde es immer so verblüffend, wie Jesus immer die perfekten Geschichten hatte. Die perfekten Beispiele. Er war der perfekte Geschichtenerzähler. Und man hat so gedacht, ach, schöne Geschichte. Und auf einmal kommt dann eine Lehre da draußen und sagt, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und das ist so schön. Immer wenn wir die Gleichnisse auch lesen, die Jesus gebracht hat, sie waren zwar auf die Menschen damals zugeschnitten, aber trotzdem gelten sie für uns heute noch. Und dann sagt er, und mein Vater ist der Weingärtner. Und die Frage ist, was macht ein Weingärtner? Ich denke, das ist uns klar. Ne? Er kümmert sich um den Wein, er achtet auf den Wein, er tut alles, damit es dem Wein gut geht. Weil der Wein für ihn das Allerwichtigste ist. Und so ist es auch bei Jesus. Wir als Reben, die von ihm herauskommen, sind für ihn das Wichtigste, was er auf dieser Erde hat. Die Gemeinde, die er herausgeliebt hat aus dieser Welt, wir sind das Wichtigste für Jesus auf dieser Welt. Und deswegen kommt er auch irgendwann zurück für uns. Ja, freut sich auf uns, sagt, bald seid ihr bereit, nicht mehr lange. Ich glaube, Jesus freut sich da viel mehr drauf, als wir uns drauf freuen, dass er mit uns endlich wieder vereint sein kann. Vers 2. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Und wir lesen jetzt springen wir ein bisschen in Hesekiel Kapitel 15, Vers 1 bis 4. Da lesen wir davon, dass ohne Frucht ein Weinstock wertlos wird. Hesekiel schreibt hier, und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, was ist das Holz vom Weinstock vor anderem Holz oder eine Rebe vor anderem Holz im Walde? Nimmt man es auch und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Nagel daraus, daran man etwas hängen kann? Siehe, man wirft sie ins Feuer, dass es verzehrt wird, dass das Feuer seine beiden Enden verzehrt und sein mittleres versenkt. Wozu sollte es nun taugen? Rebenholz ist tatsächlich komplett unnütz, außer um es zu verbrennen. Also wenn diese Weinrebe keine Trauben trägt, dann ist das Holz für nichts zu gebrauchen, als einfach es abzuschneiden und wegzuschmeißen. Ja, da habe ich jetzt leider kein Bild dazu. Man hat es bestimmt schon mal gesehen, so einem Weinberg, ja, diese Äste, die sind nicht stark, die sind nicht stabil, du kannst daraus keine Stühle machen, auf denen man irgendwie sitzen kann, du kannst daraus nichts machen, weil sobald du es anfängst zu trocknen, bricht es einfach. Bricht einfach in zwei. Du kannst daraus also nichts machen, es ist zu nichts zu gebrauchen und so ist es bei Jesus für uns genauso. Frucht bringen ist keine Option. Es ist nicht so, ja, bringe ich jetzt Frucht als Rebe oder nicht, sondern Jesus erwartet von uns, dass wir Früchte hervorbringen. Er erwartet von uns, dass wir, wenn wir im Reich Gottes sind, dass wir Früchte tragen, weil sonst sind wir nicht Nütze für das Königreich. Aber die gute Nachricht ist,
Wir müssen jetzt keinen Druck aufbauen, so, oh nein, ich trage jetzt keine Frucht. Jetzt werde ich gleich abgeschnitten, jetzt fliege ich gleich raus. Ja, sondern um Früchte und Trauben zu ernten, dauert es manchmal bis zu 3 Jahre, bis die erste Ernte ist. Ja, deswegen müssen wir uns da keinen Druck machen und sagen, oh Herr, ich trage jetzt noch keine Frucht, bitte lass mich noch in der Gemeinde, bitte lass mich noch da. Sondern wir tragen Frucht in seiner Zeit. Na, er ist der, der das Wachstum gibt. Wenn wir alles machen, was wir können und alles geben und opfern und da sind, dann werden wir zur rechten Zeit Frucht hervorbringen. Und spannend ist, wenn wir einen neuen Trieb haben, der noch nicht stark ist, der noch nicht lang gewachsen ist, dann muss der regelmäßig an eine sogenannte Rankhilfe festgemacht werden. Weil sonst wächst er einfach wieder auf den Boden. Der kann nicht von alleine dahin wachsen, wo er soll. Deswegen sind auf Weingärten auch immer diese Schnüre gespannt, weil es sich da drum rumwickelt und dass ihn diese Reben dann immer stützt. Und so ist es auch bei uns, dass wenn wir neue oder junge Christen sind, ja, dann brauchen wir noch oftmals Stütze. Ja, wir brauchen noch Unterstützung voneinander. Und das geht hin bis ja, ins hohe Christenalter sozusagen. Wir werden immer einander brauchen, weil später, wenn die Rebe dann entwickelt ist, dann fangen die an, sich gegenseitig zu stützen. Ja, fangen sich an, gegenseitig oben zu halten, dass sie nicht alle zusammenbrechen. Und so ist es bei uns auch. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und so hat Jesus das auch angesetzt. Wir sind alle ein Leib, ja, verschiedene Glieder, aber jeder hat seine Aufgabe. Was aber auch in dem Vers steht, was wir gesehen haben, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und das ist so spannend. Der Wein, die Weinrebe muss beschnitten werden. Weil wenn sie nicht beschnitten wird, dann kann sie keine Frucht hervorbringen. Sondern, wenn da keine Beschneidung stattfindet, dann kommen da zwar ganz, ganz viele Früchte, aber alle Früchte sind ganz klein. Und du kannst nichts mit denen machen, weil sie sich gegenseitig die Nährstoffe wegnehmen. Und es kommen immer wieder kleine Triebe raus. Das heißt, es ist nicht dann eine Rebe, an der die Trauben hängen, sondern ganz, ganz viele kleine. Und mit denen kann man nichts anfangen, weil an denen keine Früchte wachsen können. Und so, wenn der Rebstock nicht geschnitten wird, dann kann er nicht richtig wachsen. Und so ist es bei uns im Leben auch. Wir hätten es vielleicht manchmal gerne, oder ich, so, ach, man kommt jetzt zu Gott und dann passt es schon. Ja, Regenbogen und Einhörner und Sonnenschein. Aber so ist es nicht, weil wir haben noch unser Fleisch an uns. Und wir lesen in Römer 8, Vers 13, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt, die schon erlöst war. Die haben Buße getan, die waren getauft in Jesus' Namen, die haben den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, die waren sozusagen in Anführungsstrichen fertig. Ja, Christen, alles klar erledigt. Aber trotzdem schreibt er ihnen, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, obwohl sie den Heiligen Geist empfangen haben, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes abtötet, werdet ihr leben. Und Galater 5, Vers 24 redet auch davon, Paulus hat da irgendwie in jedem Brief so ein bisschen drüber geschrieben, die aber Christus angehören, haben das Fleisch mit seinen Neigungen und Begierden gekreuzigt. Und das ist die Reinigung, von der Jesus hier beim Wein spricht. Das sind unsere fleischlichen Begierden, unsere falschen Einstellungen, mit denen wir einfach vor Gott kommen. Es ist einfach so, wir werden nie perfekt zu Jesus kommen. Ja, als perfekter Christ sagen, Herr, hallo, ich bin jetzt da. Du musst eigentlich nicht mehr viel machen, ich bin eigentlich schon gut, wie ich bin. Das ist schon der erste Fehler, aber egal. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Und das tut manchmal weh. Ja, alte Gewohnheiten abzulegen, das ist nicht einfach. So, ach ja, na Herr, nimm das und das. Ja, wir haben es heute gesungen, ich gebe mich selber hin. Mein Leben, meine Träume, meine Pläne, meine Wünsche. Das ist einfacher zu singen, als es ist. Ja, das aufzugeben und wirklich zu sagen, Herr, schneid du weg, was du wegschneiden möchtest. Und Heiligung dient nicht dazu, um uns einzuengen. Weil so kann es einem manchmal vorkommen, oh, jetzt muss ich das machen und daran muss ich mich halten und das muss ich auch noch machen und das darf ich auch nicht mehr machen. Was darf ich eigentlich noch machen? Was kann ich als Christ eigentlich machen? Und manchmal kann es am Anfang so fühlen, als würde man eingeengt werden.
Aber genau das andere ist wahr. Weil je heiliger wir werden, je mehr Gott uns heiligen kann, desto näher können wir ihm kommen, desto mehr Leben haben wir tatsächlich, desto mehr können wir Gott erleben, wie es sein soll. Und es kann sogar so weit kommen, dass eine Rebe komplett radikal zurückgeschnitten werden muss. Ja, bedeutet also, die Rebe ist so hoch bis jetzt und dann kann es sein, dass man wirklich bis fast zur Wurzel unten den abschneidet. Ja, wenn da irgendwie Krankheit drin ist oder so, dann wird der manchmal komplett radikal zurückgeschnitten. Und es sieht manchmal so aus, als wäre der tot. Als würde da auch nichts mehr kommen. Als wäre es so, der ist abgeschnitten, erledigt. Und manchmal fühlt es sich, glaube ich, in unserem Leben auch so an, dass es sich trocken oder vielleicht tot anfühlt. Vielleicht ein Gebet, was wir immer wieder gebetet haben und es ist immer noch nicht passiert. Und Gott, warum machst du das denn noch nicht? Was ist denn da los? Warum bin ich denn immer noch krank? Warum habe ich das noch in meinem Leben? Warum bin ich da noch nicht ganz frei davon? Aber selbst wenn es so aussieht, müssen wir uns keine Sorgen machen, denn Gott kann aus dem scheinbar toten Leben hervorkommen lassen. Ja, aus einer scheinbar toten Situation denken, ach nee, ja, wo andere vielleicht schon sagen, ach nee, das... Der Rebschopf, der ist tot. Da passiert nichts mehr. Aber Gott kann daraus Leben erwecken. Der verlorene Sohn sah aus wie so eine tote, abgeschnittene Rebe. Da war keine Hoffnung mehr. Aber der Vater hat nicht aufgehört zu beten. Der Vater hat nicht aufgehört zu schauen. Und eines Tages ist er zurückgekommen. Da ist diese kleine Pflanze gewachsen. Und so kann es auch bei uns sein, bei Menschen, für die wir beten, für die wir hoffen, dass sie zurückkommen, dass Gott an ihnen arbeitet. Ja, wir dürfen nicht aufhören, für diese Menschen zu beten, weil Gott arbeitet, auch im Verborgenen, wo wir es vielleicht gar nicht sehen, wo wir vielleicht gar nicht merken, dass Gott an ihren Herzen schon wirkt. Vers 3. Ja. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und hier dieses Wort rein bedeutet gereinigt. Also es ist, es hat eine Reinigung schon stattgefunden. Und wir lesen in Epheser 5, Vers 25 bis 27, wie wir durch das Wort Gottes gereinigt werden. Paulus schreibt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und genau hier ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes in unserem Leben haben. Es kann manchmal sich leidig vielleicht sogar anfühlen, jeden Tag die Bibel lesen. Bibelleseplan, wieder auspacken. Aber es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es reicht nicht aus, dass wir es nur sonntags oder dienstags hören. Habe ich mitgenommen und dann nach Hause gehen und davon dann leben bis zum nächsten Sonntag oder bis zum nächsten Bibelstudium oder bis zur nächsten Konferenz. Sondern wir müssen uns täglich mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil das Wort Gottes ist, was uns reinigt. Das Wort Gottes ist, was zu uns redet, wo Gott uns Dinge offenbart und in unser Leben hineinspricht. Ja, weil dieses Wort, das geschrieben steht, das ist wie, als würde Gott direkt an uns reden. Also es ist wie ein Liebesbrief von ihm, den er geschrieben hat für uns, damit wir ganz genau wissen, wie wir leben sollen. Vers 4. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Noch Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Rebe, die getrennt wird von Jesus, wird früher oder später sterben. Bei anderen Pflanzen ist es so, dass wenn ein Ast abgeschlagen wird von einem Baum und der liegt auch noch ein bisschen auf dem Boden, der lebt tatsächlich noch ein Weilchen weiter, weil er Nährstoffe hat, weil er Nährstoffbahnen hat. Ja, der überlebt noch ziemlich lange. Aber sobald eine Rebe abgeschnitten wird, wird sie von ihrer Wasserzufuhr komplett abgeschnitten.
Eine Rebe hat keine Wasserspeicher ohne Ende, sondern die wird dauerhaft versorgt, weil sie in Verbindung ist mit dem Weinstock. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir abgeschnitten werden, wenn wir uns trennen von Jesus, wenn wir weggehen und sagen, nee, Herr, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann kann es sein, dass der Segen Gottes noch ein bisschen auf unserem Leben ist, dass der Geist Gottes noch ein bisschen in unserem Leben wirkt. Aber früher oder später wird Jesus seine Hand wegnehmen. Sagen, okay, dann tu, was du möchtest. 1. Johannes 3, Vers 24 redet davon, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das heißt, durch den Geist Gottes, der in uns ist, durch das Wort, das wir lesen, können wir in ihm bleiben. Weil indem wir sein Wort lesen und wissen, was Gott mag und was er nicht mag, können wir herausfinden, wie wir leben sollen. Das ist wie so eine Anleitung fürs Leben im Prinzip. Wir wissen ganz genau, okay, Jesus mag das, wenn wir das machen, und wenn wir sündigen, das ist Sünde, das mag er nicht, okay. Theoretisch einfach. Ja, praktisch dann wieder ein anderes Thema, aber theoretisch hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, um geistlich leben zu können. Und eine Pflanze, ich denke, das ist auch schon Biologie auch mal gelernt, braucht drei Dinge: Wasser, Nährstoffe und Licht. Und so ist es auch mit uns. Wir brauchen Jesus, das Licht der Welt. Wir brauchen seinen Geist, das Wasser des Lebens. Und sein Wort, welches er auch als unser tägliches Brot bezeichnet, was unsere Nährstoffe sind. Ohne Jesus, ohne seinen Geist, ohne sein Wort können wir nicht geistlich leben. Wir können nicht aus uns selbst Frucht hervorbringen. Die Rebe wird nicht aus sich selber auf einmal sagen, oh, jetzt trage ich Früchte, sondern durch den Weinstock, durch die Versorgung durch den Weinstock kommen die Früchte hervor. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Und hier ist spannend zu sehen, dass es nicht ist, dass die Rebe sich irgendwie selber dann abschneidet und selber wegwirft, sondern Jesus sagt hier, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Jesus ist es, der abschneidet und wegwirft. Das passiert natürlich nicht sofort. Nicht, wenn wir jetzt einmal gefallen sind, so abgeschnitten, sorry, du hast es versucht. Denn es gibt, genau, reicht ja, ne? Sondern Gott hat Gnade für uns. Und ich bin dankbar für sie, für seine Gnade und die Gnadenzeit, in der wir leben. Aber auch diese Gnade kann enden. Es gibt kein einmal erlöst, immer erlöst Evangelium. Das finden wir nirgendwo in der Bibel, dass es irgendwo so wäre. Dass, okay, du hast einmal den Heiligen Geist empfangen, jetzt kannst du machen, was du willst, ne, und wir sehen uns dann im Himmel. Sondern, dann kann ich euch zwei Podcast-Folgen auch empfehlen, die wir aufgenommen haben, ja, diesen Donnerstag und die Woche drauf, ja, gerne auch online. Ja. Die kommen jeden Donnerstag, 17 Uhr. Kleine Werbung hier. Da geht es auch tatsächlich um das Thema. Haben wir auch darüber geredet, warum wir Glauben brauchen und dass das Evangelium eben nicht so ist, dass einmal geschafft, für immer erledigt, dass einmal Glauben ausreicht, sondern Glauben ist eine aktive Sache. Je mehr wir glauben, desto mehr werden wir Gott folgen wollen. Desto mehr wollen wir tun, was er sagt. Und wenn es mal soweit ist, dass Jesus wegwirft, abschneidet und wegwirft, dann sagt es uns hier, wo er sie hinwirft, nämlich ins Feuer. Und ohne Jesus werden wir verloren gehen. Es gibt nicht irgendwie drei Wege oder fünf Wege in den Himmel oder 10 oder 7 und nicht mal 2. Sondern Jesus hat uns ganz klar gesagt, was die Voraussetzungen sind, dass wir in den Himmel kommen. Dass wir in ihm bleiben und seine Gebote halten. Und das Gute ist, das ist nicht das Wort, was wir sagen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass es nicht ist, okay, das ist halt unsere Einstellung, unsere Meinung. Oh ja, ne, du musst so leben, sonst kommst du halt in die Hölle. Sondern Gott gibt uns ganz klar vor, das sind die Schritte, die getan werden müssen,
Und daran können wir uns halten und sicher sein, dass wir es schaffen werden. Diese Sicherheit können wir haben, sagen, Herr, ich weiß, ich habe das gemacht, was ich habe alles gemacht, was dein Wort gesagt hat. Und ich freue mich darauf, wenn du wiederkommst. Wir müssen nicht in Furcht und Zittern, dass, oh, schaffe ich es jetzt in den Himmel oder schaffe ich es nicht? Ich weiß es nicht genau. Sondern wir können ganz genau lesen, habe ich das gemacht? Ja, dann Herr, komme bald, ich bin bereit. Vers 7. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und das ist die Folge davon. Wenn wir in Jesus sind, wenn wir ein Teil von ihm werden und er ein Teil von uns, wenn wir sein Wort verinnerlicht haben, ja, die Bibel lesen, die Bibel studieren, den Predigten und Lehren zuhören, dann werden wir ihn immer mehr kennenlernen und auch seinen Willen kennenlernen. Weil so Verse, die werden immer gerne aus dem Kontext gerissen, ja, dann wird einfach nur der zweite Teil genommen, so, wenn ihr bittet, was ihr wollt, wird es euch widerfahren. Na, bittet für ein Haus, gibt ihr ein Haus. Drei Autos, kein Problem, Gott kann es machen. Er reibt die Lampe und na, ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber der Teil davor ist der wichtige Teil. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und die Voraussetzung ist dafür, dass unser Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Und dann können wir bitten, was wir wollen, weil es im Einklang ist mit dem Willen Gottes für unser Leben. Und das, diese Diskrepanz, das ist manchmal schwer zu überbrücken, dass wir denken, ja, das will Gott bestimmt für uns. Und er sagt, na, noch nicht. Ja, die 3 Millionen Euro, noch nicht. Ja, aber so ist es ganz wichtig, dass wir uns eben über das Wort Gottes mit ihm auf eine Ebene bringen und verstehen, was er möchte und was er will. Und das beeindruckt mich so an Elia, kurz zwischen Reihen. Elia hat Gott um manche Dinge gar nicht mehr gefragt. Er hat nicht mit ihm vorher geredet und gesagt, Herr, also wie ist das jetzt genau? So mit dem Feuer, also ich baue den Altar, die bauen den Altar und dann schickst du Feuer herab. Ne? Also so ist der Plan, alles klar. Sondern er ist hingegangen, er hat die Altäre gebaut und er hat Gott angerufen, weil er wusste, dass Gott das Volk erlösen möchte. Er wusste, dass kein Feuer kommen würde bei denen, ne, die da sich schneiden und rumtanzen und rumwirbeln. Und er hat gesagt, Herr, ich weiß, dass du Feuer senden wirst. Und Gott hat das bestätigt, was Elia geglaubt hat, ohne dass vorher in der Bibel stand, und Gott redete zu Elia und ich werde Feuer schicken vom Himmel. Weil Elia eine Beziehung mit Gott hatte und wusste, was der Wille Gottes ist. Und an so einen Platz zu kommen, ja, da einfach zu wissen und den Willen Gottes zu kennen, das muss ein wunderschöner Platz sein. Und zu wissen, Herr, ich bin da, wo du mich haben möchtest und ich weiß, was dein Wille für mein Leben ist. 15, Vers 8. Ja, ihr merkt schon, wir kommen fast zum Ende. Wir schaffen das. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und er sagt hier wieder, ja, die Frucht, das ist so ein Thema, was die ganze Zeit durchkommt, dass wir viel Frucht hervorbringen. So, was sind diese Früchte, die wir tragen können? Jetzt reden wir die ganze Zeit über Frucht. Was ist denn diese Frucht? Eine ganz berühmte Stelle dafür sehen wir in Galater 5, Vers 22. Es wird auch als die Frucht des Geistes bezeichnet, nicht Früchte. Das ist ein Fehler, den ich öfter gemacht habe. Frucht des Geistes. Ja, und ich schaue dann immer so ein bisschen darüber, in die Richtung. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das ist das Wort Gottes nicht. All diese Dinge werden wir hervorbringen in unserem Leben. Das hört sich ein bisschen, ja, weiß ich, ob das so der richtige Begriff ist, aber als Nebenprodukt schon. Wir werden uns nicht darauf konzentrieren müssen, zu lieben. Wir müssen uns nicht darauf konzentrieren, freundlich zu sein, wenn wir Jesus folgen. Wenn wir sein Wort in uns haben, dann ist das ein automatischer Prozess, der geschehen wird, wenn wir es einfach nur zulassen.
Ja, wir müssen jetzt nicht überlegen, okay, ich muss jetzt Schwester Heike lieben. Ich muss mich, da muss ich dran denken. Ja, ich muss jetzt freundlich zu Bruder Ratsch sein. Sondern das passiert automatisch, wenn der Geist Gottes in uns wirken kann und arbeiten kann. Dann kommen diese Dinge hervor und wir werden diese Früchte tragen. Aber was sind noch Früchte, die wir tragen können? Ein Prediger sagte einmal, das Einzige, was wir mit in den Himmel nehmen, sind die Seelen, die wir gewonnen haben. Und das sind Früchte, die wir tragen können und von denen Jesus erwartet, dass wir sie tragen. Er hat uns nicht gerufen, um einfach für uns selbst zu sein, ein tolles Gebäude zu haben, ja, schönes Licht, eine Klimaanlage, Heizung im Winter, dass uns hier warm ist, sondern er hat die Gemeinde hier gemacht, damit jeder Platz gefüllt werden kann. Ja, hier ist, Stühle sind frei, ohne Ende. Ja, und wenn es sein muss, holen wir noch Stühle von oben. Ja, kein Problem. Ja, wir stehen, wenn es sein muss. Ja, und das ist der Wille Gottes, dass diese Gemeinde voll wird. Ja, wir hatten damals in der Max-Josef-Straße hatten wir schon fast keinen Platz mehr. Ja, wir haben uns reingequetscht, manchmal auf zwei Stühlen, zwei Leute auf einem Stuhl gesessen, dass wir irgendwie Platz haben. Ja, und jetzt haben wir den Platz. Lasst uns den Platz füllen. Ja, lasst uns beten, sagen, Herr, schick du Arbeiter in deine Ernte. Ja, bring du Leute rein, Herr, fülle dieses Haus. Ja, dass wir nicht Dienstag manchmal schauen und denken, okay, wo sind die ganzen Menschen? Das sind mehr leere Stühle als volle. Ja, Schwester Schlagle sagt dann immer, ja, aber wir sind mehr als damals. Hat sie auch recht? Ja, wenn ich mir das vorstelle, dass manchmal, ne, sie zu zweit, zu dritt hier saßen, ja, und Gottesdienst und Bibelstudie hatten, Gottesdienst. Ne, sonntags ist ja meistens ein bisschen voller als drei Leute. Ja, und da habe ich so Respekt davor, ja, dass sie sich nicht entmutigen haben lassen. Ich sage, es sind halt drei Leute, naja, dann wird es wohl doch nicht Gottes Wille sein und wir gehen wieder, sondern festgehalten haben, na, und Seele für Seele für Seele gekämpft haben, dass sie kommen und dass sie bleiben. Und das müssen wir weiterführen. Ja, dass wenn Leute reinkommen, ja, dass wir sie mit Liebe aufnehmen, sagen, hey, schön, dass du da bist. Ja, dass wir ihnen mit einem Lächeln begegnen. Ich sage, ah, noch einer. Hm. Du weißt, dass das mein Platz ist, ne? Ist okay, einmal darfst du da sitzen. Ja. Sondern, dass wir uns um sie kümmern, dass wir uns freuen, wenn sie da sind. Ja, freuen, wenn neue Leute reinkommen und sagen, oh, die habe ich noch nicht gesehen. Wer ist das? Ja, und dann fühlen sie sich willkommen und dann werden sie auch bleiben, weil sie die Liebe spüren, die hier in diesem Platz ist. Der Gottesdienst zu haben ist gut, die Predigt ist wichtig. All das im Gottesdienst ist wichtig. Aber wir dürfen nicht vernachlässigen, auch was danach dann kommt. Die Nacharbeit sozusagen, weil das wird Gott uns nicht abnehmen. Er wird nicht irgendwie einen Engel schicken, der dann zu den Leuten geht, sagt, hallo, ne? Ich bin der Bruder, ich bin jetzt immer hier, wenn du da bist. Sondern er hat uns ausgewählt, dass wir hingehen, dass wir die Leute in den Arm nehmen, sagen, hey, schön, dass du da warst. Na, wie hat es dir gefallen? Komm noch mit hoch in die Bar, komm, ich gebe dir einen Kaffee aus, na, setz dich noch mal hin. Na, weil dafür haben wir das da oben. Es ist schön, auch wenn wir da oben sitzen, natürlich. Ja, aber wie schön ist es, Leute einladen zu können. Wir müssen nicht irgendwo raus zum Adrian, wie damals immer. Erstmal zum Adrian nach der Gemeinde und erstmal Kaffee, Pizza, was auch immer. Wir können jetzt hier hochgehen. Sagen, hey, wir müssen gar nicht weg, ne? Bleib gleich hier, regnet eh draußen. Komm, lass uns kurz hochgehen in die Bar und da noch ein bisschen sitzen. Ja, was eine Möglichkeit. Ja, ach ja, okay. Es gibt so viel hier, was das ganze Potenzial, was wir hier haben, das ist unglaublich. Ich bin so gespannt auf, was Gott noch tun wird, was er wirken wird noch. Ja, welche Menschen er bringen wird, von denen wir es vielleicht gar nicht erwartet haben. Ja, wo wir denken, krass, wo kommt der denn her? Ja, was? Wie bist du? Ja, ich habe den und der hat mich mal eingeladen und ich bin die Schwester von der und die habe ich da mal getroffen und deswegen bin ich jetzt hier. Was? Wo hat das angefangen? Ja, aber Gott wirkt an den Menschen da draußen. Ja, die Ernte ist reif und bereit. Gut, okay, weiter. 15, Vers 9. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. Da haben wir es wieder, die Liebe. Vers 10, so ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.
Und dieses Wort für Liebe, wir haben ja drei verschiedene Worte in der Bibel, im Neuen Testament für Liebe. Einmal diese romantische Liebe, dann die brüderliche Liebe und dann die göttliche Liebe, Agape, diese bedingungslose Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und spannend ist, dass Jesus hier genau den Begriff verwendet. Die bedingungslose Liebe. Und das ist eine Liebe, die können wir nicht aus Menschen, aus uns selbst heraus haben. Das wird nicht passieren. Bedingungslos zu lieben, dafür Menschen zu sterben, wie es Jesus getan hat, sein Leben niederzulegen, das ist keine Liebe, die natürlich in uns aufkommt als Menschen. Aber sie kann in uns aufkommen, wenn Gottes Geist uns erfüllt. Ja, wenn Gott uns durchflutet, dann können wir den Sünder lieben, jeder, der reinkommt, egal was die Vergangenheit ist. Jetzt bin ich schon wieder beim Thema, gell? Es tut mir leid. Ja, aber dann können wir diese Menschen lieben und mit der Liebe erreichen. Und es war so schön, was an Ostern dieses Jahr, ich glaube, Robin hat es gesagt, ne, Liebe hat Jesus ans Kreuz gebracht und Liebe hat Jesus am Kreuz gehalten. Er hätte jederzeit runtergehen können. Jederzeit sagen können, okay, reicht mir jetzt, das will ich nicht mehr. Aber die Liebe hat ihn gehalten und nicht die Nägel. Und so ist es auch bei uns. Seine Liebe bringt uns zum Kreuz. Sie bringt uns dazu, dass wir immer wieder Buße tun, dass wir täglich sterben zu uns selbst, dass wir seinen Willen in uns entwickeln. Zu guter Letzt 15, Vers 11. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wenn wir all das halten, was Jesus hier gelehrt hat, dann werden wir nicht einfach nur normale Freude haben, sondern vollkommene Freude. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, dass wenn ihr seht, wie jemand hier betet und den Heiligen Geist empfängt, das ist so eine Freude, die ich da empfinde, wenn ich sehe, wow, guck mal, da hat jemand den Heiligen Geist empfangen. Ja, was ein Moment, wie die Person sich fühlen muss. Ja, weil wir haben es ja alle erlebt, wo wir den Heiligen Geist zum ersten Mal empfangen haben. Ja, was das für eine, was eine Explosion war in irgendeiner Form. Ja, manche dann noch mehr Storys, die hinten dran waren, die es irgendwie dann in der Bank empfangen haben und nicht mehr aufhören konnten, in Zungen zu reden. Ja. Ja, und wenn jemand getauft wird in Jesus Namen und wir wissen, was da passiert, die Sünden abgewaschen werden. Und das ist die Freude, das ist die vollkommene Freude, die Jesus uns geben möchte. Ja, überleg mal, wir hätten jeden Sonntag jemanden, der den Heiligen Geist empfängt. Jeden Sonntag. Was wäre das für ein Fest, das wir hier hätten? Ja, Jesus, wow, na, jemand Heiligen Geist. Wir uns freuen dann. Ja, und springen und jubeln, uns freuen für die Person, weil die Person sich auch freut. Sagt, jawohl, ja, da ist es, das ist es. Und dafür sind wir rausgerufen worden, um Menschen dahin zu führen, dass sie dieses Erlebnis auch haben können, dass ihr Leben für immer verändert wird. Ja, wo sie keine Hoffnung haben, gesagt haben, mein Leben, keiner kann mich lieben, keiner kann mir davon vergeben. Und Jesus sagt, ich bin da. Ja, komm. Ich wasch alles ab. Deine ganze Vergangenheit ist weg. Gelöscht. Vergangenheit. Und ich gebe dir noch meinen Heiligen Geist. Ich fülle dich mit mir selbst. Ich ziehe ein in deine Wohnung. Was eine Gnade. Ja, es wird also nicht irgendeine Freude sein, die wir haben, sondern Jesus gibt uns dann auch Leben im Überfluss. Ein Leben voller Frucht. Denn es ist Gottes Wille, dass wir Früchte hervorbringen. Ja, und dafür müssen wir nicht irgendwie besonders hart arbeiten oder jemand Besonderes sein oder einen Ruf Gottes in unserem Leben haben. Oh ja, Gott hat mich noch nicht gerufen, um Zeugnis zu geben. Sondern es ist etwas, was natürlich passieren wird. Was natürlich ist, was kommt, dass wir Menschen einladen, dass wir ihnen von Jesus erzählen wollen, wenn er in unserem Leben ist. Wenn wir sein Wort in unserem Leben halten. So ist es keine Option für Gott, sondern eine Selbstverständlichkeit aus einem gewidmeten geistlichen Leben. Das Nebenprodukt wird Frucht sein.
Wir werden uns nicht dafür besonders anstrengen müssen oder müssen davon irgendwie besonders sein oder was Besonderes tun, sondern wenn wir tun, was sein Wort uns sagt, dann wird die Frucht kommen. Wenn wir ihm gehorsam sind, uns unserer Leiterschaft unterordnen, dann wird die Erweckung kommen. Das wird passieren. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wenn wir tun, was Gott uns sagt, dann wird es passieren, weil er es versprochen hat. Und er wird seine Versprechen, ich habe auch gesagt, oh nee, jetzt, ich habe es zwar versprochen, aber jetzt nicht mehr. Sondern wenn Gott es einmal versprochen hat, in die Atmosphäre geredet hat, dann wird es passieren. Ja, die Festungen werden brechen, dass Menschen kommen, wo denken, wo kommen diese Leute her? Ja, wir haben vielleicht mal vor 10 Jahren mit denen geredet. Die haben vielleicht vor 10 Jahren mal ein Traktat bekommen, wir haben denen kurz von Jesus erzählt. Aber Gott arbeitet in den Herzen. Gott wirkt in diesen Menschen. Und ich weiß, dass er dieses Haus füllen wird. Ich bin mir sicher, dass es passieren wird. Ja. So lasst uns Früchte tragen. Ja, lasst uns ein Teil des Weinstocks sein, uns nicht selber irgendwie rausreißen, sagen, nee, Herr, ich möchte aber was anderes sein. Sondern lasst uns das sein, was Jesus haben möchte, dass wir sind. Ja, lasst uns gemeinsam noch einmal aufstehen. Ja, und lasst uns gemeinsam einmal dafür beten, dass wir in Gottes Wille sind und dadurch Frucht hervorbringen können und die Menschen erreicht werden können. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du geredet hast. Ich danke dir, Jesus, dass wir keine besonderen Menschen sein müssen, Herr, weil du ein besonderer Gott bist, Herr. Wir